Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 1. Wir haben gerade in der letzten Folge das komische Tentakelviech platt gemacht mit Hilfe des Raketentriebwerks. Und jetzt wollen wir auf den Schienen fahren. Doch da ist ein großes Vieh im Weg. Und tatsächlich müssen wir aber auch erstmal den Schienen Strom geben. Und da werdet ihr sehen, dabei räumen wir auch gleich das Viech aus dem Weg. Also, wir wollen zum Power Generator. Das heißt, wir nehmen den Aufzug nach unten und sind sofort eingesperrt. Nein, du machst das nicht. Das wäre keine gute Idee. Jetzt darfst du es gerne machen, wenn ich nicht dabei bin, ja. Und schon sind die Dinger weg. Ich hasse die Viecher vor allem deswegen, weil sie immer so schnell hin und her rennen. Und man meint, man kann nachladen und dann kommt doch noch eins. Okay, da ist keins mehr. Ich bin übrigens auch unter anderem so still, manchmal weil ich mich konzentrieren muss und manchmal will ich einfach hinhören, ob da noch Gegner kommen. Also hier sehen wir die Generator-Area. Hier sehen wir, dass auf der Seite nichts ist, auf der Seite ist. Und hier sehen wir auch nochmal Power Generator, der ist ausgeschaltet. Auf der Seite ist alles okay und hier ist Wasser drin. Also müssen wir erstmal nach unten und das Wasser abpumpen. Einmal nach unten also. Und diese kleinen Fischchen hier, die wollen uns auch essen. Die sind hungrig. Und da ist noch ein großer, der uns essen will. Mit seinem großen Bauchmund. Die Fische können wir nicht so gut treffen mit dem Schießeisen, aber den können wir mit dem Schießeisen treffen. Und jetzt wissen wir auch, was das Problem ist hier im Wasser, abgesehen von den Fischen, die ich jetzt erstmal hier loswerden will. Weil die sind echt nervig. Hier sind noch welche. Wobei, wisst ihr was, wenn ich jetzt einfach die Pumpe in Gang bringe und das Wasser auch weg ist, dann verschwinden auch die Fische dadurch. Die sind nämlich dann am Land und auf dem Trockenen. So wie jetzt und können mir nichts mehr anhaben. Schön. So, dann wollen wir doch mal wieder zurück nach oben. Jetzt ist das Wasser hier weg. Und jetzt können wir den anderen Generator anmachen. Speichern. Zack. Generator an. Hier mit 1 Power on, hier mit 2 Power on. Und jetzt müssen wir hier noch diesen Stromding entkommen. Der Wind reicht auch aus, um uns hier hochzutragen. Und uns Power zu machen. Aber kein Problem. Wir haben ja die Heilung. Ihr hört übrigens auch schon die netten Stimmen von den Robotern. Von den Soldaten also. Selbstverständlich waren das nicht alle Soldaten. Nein. Auf dem Rückweg wollen die uns nochmal ein bisschen ärgern. Und tatsächlich sind da, warten die schon da oben auf mich. Roger Wilco. Der Name von dem Hauptcharakter aus der Space Quest Reihe. Die explosiven Kisten abballern.
Jetzt kommt er mir von hinten. Und legt eine Granate einfach vom Boden. Hat er sich jetzt selber in die Luft gejagt oder ist er noch da? Ich glaube, der hat sich gerade selber in die Luft gejagt. Sind noch welche da? Man hört sie reden. Ich weiß noch nicht wo. Hier, da bist du. Und ich schieße die ganze Zeit über deinen Kopf hinweg. Eieiei. So. Mal mit dem Anzug aufladen, soweit wie es geht. 70%, schön. Und dann wollen wir wieder weiter zurück. Da wäre Lebensenergie, die haben wir noch voll. Und zurück geht's zu dem Rumpelvieh. So, wir haben also jetzt Strom. So. Und können jetzt erstmal wieder zurück. Wir wollen aber noch nicht zu dem Vieh hin. Nicht direkt zumindest. Dafür sind wir noch zu schwach, beziehungsweise wir sind allgemein zu schwach. Das Vieh schießt so einen Feuerstrahl und macht uns damit mal einfach so platt. Ne, wir gehen jetzt hier einfach in diesen Track Control Room und kontrollieren den Track. Denn schließlich müssen wir noch... Das wäre jetzt natürlich genial. Wir haben die Tür genau in uns hineingeschossen. Einen Haufen Lebensenergie dadurch verloren. Nochmal den Anzug aufladen. Glücklicherweise spielen wir auf einfach. Das schaffe ich nicht mehr. Geh lieber ohne mich weiter. Okay, ich schalte jetzt den Strom von den Tracks an. Und da steht er. Ich weiß, ich muss an dem vorbei. Das speichere ich jetzt auch nochmal. Ich weiß, ich muss da einmal durch. Das war eine Sackgasse, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die grünen Schießviecher wieder. Ich muss hier einmal, jetzt hat der Trackstrom hier einmal quer durch. Das war gut, dass er gerade nicht da war. Einmal hier durch auf die andere Seite. Nein, da komme ich tatsächlich her. Irgendwo muss ich jetzt hin. Ich habe hier gespeichert, glücklicherweise. Dann seht ihr mal den Angriff von unserem netten Freund. Muss ich jetzt hier so durchlotsen. Weiß es gar nicht mehr. Ja, ich muss ihn hier durchlotsen. Ich muss ihn hier hinbringen. Hallo, komm mir nach. Du willst mich angreifen. Und ich mach dich platt. Ich habe mich aber auch selber platt gemacht. Okay. Zweiter Versuch. Ich mache jetzt genau das Gleiche. Hallo mein Freund, komm mir nach. Und das war's, der ist weg. Und jetzt kann ich das Ganze umgehen, indem ich hier rumgehe. So. Ich im Track Control Room tatsächlich den Hebel noch nicht umlegen dürfen. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Generator, das war ja die Sackgasse. Ich muss hier tatsächlich nochmal runter und die Lebensenergie, die hier rumlag, aufsammeln, weil ich ansonsten nicht lange überleben werde.
So, nochmal heilen. Und jetzt möglichst nicht mehr dumm sein und überall Schaden nehmen, wo man langläuft. So. Ich bin auch zu ungeduldig. So, ich sage mit Absicht nicht in diesem Spiel, weil ich bin allgemein zu ungeduldig. So. Jetzt aber. Wir wollen jetzt den Wagen, den Zugwagen, auf dieses Trading fahren und das danach umdrehen und dann können wir los. Und das wird auch wieder eine krasse Stelle sein. Zumindest habe ich das schwer in Erinnerung. Jetzt ist es wahrscheinlich ganz einfach, weil ich einfach älter bin und Ego-Shooter gewohnt bin. Runter und hoch. Den Hebel umlegen, dann drehen wir hier alles. Da warte ich jetzt nicht drauf. So. Und auf zum Zug fahren. Schauen wir mal, wo uns die Eisenbahn hinbringt. Volle Fahrt voraus. Nicht sehr weit. Oh, okay. Gut. Das ist gut. Da sind wir stark. Einer von deinen Wissenschaftlerkumpels hat gesagt, ich soll dir was ausrichten. Du sollst das alte Schienensystem rauf zu irgend so einer Art von Satellitentransportrakete nehmen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und der Typ hat es so eilig, hier herauszukommen, dass es mir nicht gesagt hat. Er sagt, dass die Satelliten eine Umlaufbahn braucht, wenn wir aus dem Schlamassel hier jemals wieder rauskommen wollen. Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Machst du auf, bitte? Okay, ich werde das Gebiet sichern. Dann mache ich mich selber auf, danke. Danke für nichts. Sind unter Wasser. So. Sie ist überall Strom. Da gehe ich lieber mal in Deckung. Okay, der Strom macht mir nicht viel. Gut. Die kann ich gebrauchen. So. Wie? Psychedelisch. Ich glaube, hier fährt der Zug im Kreis. Ich kenne doch diese Spiele, wo man so auf dem Schienen fährt und Sachen abschießt. Sowas in der Art ist das jetzt, nur dass die Schiene sehr langsam ist. Das war wieder die psychedelische Stelle. Hier müssen wir uns wieder bücken, ducken.
um nicht vom Strom getroffen zu werden. Ich lasse das jetzt erstmal auf geradeaus. Weil wir haben das hier noch nicht weggeräumt. Oh, jetzt ist hier auf einmal eine Selbstschussanlage. Interessant. Dann schalten wir hier mal um und fahren geradeaus anstatt bei euch Süßen vorbei. Ich glaube, das ist die Kreuzung, die wir schon kennen, nur von der anderen Seite jetzt. Ja. Dann gehen wir doch mal hin. Hallo, du. Wo ist die Selbstschussanlage? Wow, direkt vor mir. Jetzt haben wir das Ding aus dem Weg geräumt. Jetzt können wir auch mit dem Wagen da durch. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wieder an die Stelle, okay. So. Ach, jetzt haben wir das aus dem Weg geräumt, dann können wir das eigentlich auch mal rumdrehen und beim nächsten Mal kommen wir hier direkt durch. Okay, das war komisch. Ich glaube, das war eine Abkürzung, die die Spieleentwickler gemacht haben, damit wir es abgekürzt haben. Ist schwer, weil sich die Plattform, auf der man steht, dreht und ich die falsche Schusswaffe ausgewählt habe. Da kommt der Zug eh nicht weiter. Okay, die schießen hier, dann machen wir noch den da. Jetzt ist Ruhe. So. Was heißt hier Boden? Merkt, steht er da neben mir und schießt mich einfach ab. Okay, da müssen wir zwar recht nah ran, aber es geht. Auch möglich. Natürlich geil, dass hier die Bombe ihren Strahl irgendwo hat und man weiß nicht, wo die Bombe ist, die dazu gehört. Ich spreche mal, geh mal durch und guck mal, wo es explodiert.
Okay. Renderfehler, würde ich sagen. Und wir schauen mal, wo wir weiterkommen. Gibt es hier vielleicht irgendwo Heilung? Genau, dich habe ich gesucht. Danke. Da habe ich noch 2 Schuss. Das ist hier. So. Erstmal ein bisschen aufgeräumt. Würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Vorbei. Das verfolgt mich. Soll das ein Sniper sein oder sowas? Ich hier nochmal zwischen, weil ich weiß, dass jetzt hier Stellen kommen, die schwerer sind. Ja, zum Beispiel das. Damit habt ihr nicht gerechnet, nicht? Weiß, dass die Schienen elektrisch sind. Ich wollte eigentlich eben noch weglaufen. Gegen die Wand. Supi. Also nochmal. Das kann ich auch. Das ist irgendwie gerade witzlos. Wären die Schienen sowieso zu Ende. Hier kämpfen Soldaten gegen Viecher. Ich warte noch mal ein bisschen ab, bis eine von beiden Seiten gewonnen hat. Mist. Ich lebe nämlich nicht mehr lang. Das verstehe ich gerade nicht. Eigentlich unnötig. Ist das jetzt eine stärkere Version von denen oder was? Ja, das sagt sie richtig. Exitus steht unmittelbar bevor. Yay, Headcrabs. Dann halt so. Thank you.
ein Horror weniger auf dieser Welt. Danke. So, hier kommen jetzt die Headcrabs aus der Decke. Und Heilung, sehr schön. Und hier ist auch nochmal Heilung drin, das ist zwar immer ein Lebenspunkt, aber... Könnte jetzt echt ein kühles Blondes gebrauchen. Die kann man spammen. Und sich so langsam auf 100% heilen. Den kann man auch hinüberbringen. Dann schießt das Ganze auch nicht mehr. Die kann man sich auch vorher entledigen. Derer kann man sich entledigen. Surrender, free man. Gebt auf, freie Menschen. Obwohl sie wahrscheinlich eher mich free man meinen und nicht richtig schreiben können sollen oder so. So. Fein. Das ist hier, das ist da. Kann der mir irgendwie die Tür aufmachen? Ist hier irgendwie was, wo das deaktivieren kann oder so? Oder was ich aktivieren kann? Hier ist nix. Ein Stück zurück. Das hier ist... Ah, warte. Es könnte sein, dass ich einfach nur diese Wand aufsprengen muss. Wahrscheinlich hätte das sogar schon eben seinen Zweck erfüllen sollen. Nein. Würde ich dafür geben, den Typen in die Pfoten zu kriegen, der für das Schlamassel verantwortlich ist. Steht vor dir. Wo geht es weiter? Weil ich Glück hatte und hier in der Mitte auf dem Ding stand, geht die Tür einfach auf, wenn ich dagegen laufe. Ja. So, das hier ist ein Raketensilo. Scheinbar wieder raus. Und den Suit aufladen. So, und bevor wir jetzt gucken, wie es weitergeht, würde ich sagen, mache ich Schluss für heute. Und tatsächlich Schluss für heute mit dem ersten Aufnahmetag. Ich werde mal versuchen zu schlafen. Und sage, ciao, miau.